Guten Tag, mein Name ist Jonas Benedikt. Ich bin Mitarbeiter für Kommunikation und Eventmanagement des AFI Arbeitsförderungsinstitut mit Sitz in Bozen. Heute präsentiere ich die Ergebnisse der Internship Survey 2020, für deren Auswertung meine Kollegin Gaia Peresini verantwortlich ist. Bei der Internship Survey 2020 handelt es sich um die letztjährige Ausgabe einer Umfrage unter den Studierenden der Freien Universität Bozen, die seit 2013 alljährlich vom Arbeitsförderungsinstitut in Zusammenarbeit mit dem Praktika- und Jobservice der Freien Universität Bozen durchgeführt wird. Ziel dieser Umfrage ist es, die Qualität der Praktika der Studierenden zu ermitteln. An der Internship Survey 2020 haben sich insgesamt 435 Studierende beteiligt, davon zu über 70% Frauen und zu rund 30% Männer. Rund 72% der Befragten haben ihre Praktikumszeit in Südtirol verbracht, knapp 22% in Italien, rund 6% im deutschsprachigen Ausland und knapp 1% im restlichen Ausland. Nun kommen wir zur Wahl der Praktikumsstelle, insbesondere zu den wichtigsten Kriterien für die Wahl der Praktikumsstelle. Hier gaben rund 33% der Befragten die gewünschte Einrichtung an, knapp 28% der Befragten die auszuübende Tätigkeit und für rund 26% war der günstige Zeitpunkt ausschlaggebend, das heißt jener Zeitpunkt, in dem sich das Praktikum mit den Anforderungen und den terminlichen Verpflichtungen des jeweiligen Studienganges vereinbaren lässt. Bei den wichtigsten Erwartungen in Bezug auf das Praktikum gaben 6% die Möglichkeit an, Kontakte für den Einstieg in die Arbeitswelt knüpfen zu können, 5,9% die praktische Anwendung der Studienkenntnisse und 5,7% die Möglichkeit, das Praktikum im eigenen Lebenslauf anführen zu können. Nun kommen wir zur Einschätzung der Praktikumserfahrung seitens der Befragten. Gut 92% der Befragten gaben an, dass sie sich selbst als Ressource, als Gewinn für den jeweiligen Praktikumsanbieter sehen. 6,4% schätzen sich als Faktotum für den jeweiligen Betrieb ein und nur 1,4% der Befragten sehen sich selbst als Belastung für das jeweilige Unternehmen. Die Zufriedenheit der Befragten mit dem eigenen Praktikum ist grundsätzlich sehr hoch. Hier beträgt der Durchschnittswert 6,3 Punkte. Besonders hoch ist die Zufriedenheit mit dem Betriebstutor mit einem Wert von 6,5 Punkten. Nun kommen wir zum Bereich Arbeitswelt. Können sich die Befragten eine weiterführende Kooperation mit dem eigenen Praktikumsgeber vorstellen? 8,7% gaben die Möglichkeit einer dauerhaften Beschäftigung an, 12,9% die Möglichkeit zu einer künftigen projektbezogenen Beschäftigung und 24,1% anderes, zum Beispiel die Möglichkeit zu einem Lehrlingsvertrag zur höheren Berufsausbildung nach dem Studium, zu einem Berufspraktikum oder zu einem weiteren Praktikum beim Praktikumsgeber. Die Attraktivität des Südtiroler Arbeitsmarktes für Akademiker. Hier lag der Wert für keine Fakultät unter 5 Punkten. Den höchsten Wert verzeichneten hier die Studierenden der Fakultät für Informatik mit 6 Punkten. Die potenziellen Bewerbungsländer für die Befragten sind für 33% der Befragten ist die Südtirol, für 23,5% Italien. 23% könnten sich eine Bewerbung im deutschsprachigen Ausland vorstellen und knapp 20% eine Bewerbung im restlichen Ausland, sprich im Rest der Welt. Die Anliegen der studierenden Praktikanten waren ebenfalls Thema der Befragung, das heißt konkret die Kompetenzen und Fähigkeiten, die die Studierenden, die Befragten während ihres Studiums gerne vertiefen würden. Hier gaben 48% der Befragten praktische Kompetenzen an, 34,6% Fachkompetenzen und nur 4,2% informatische Kompetenzen. Dies war die Vorstellung der Ergebnisse der Internship Survey 2020. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an AFI-Praktikantin Gaia Peresini unter der angeführten E-Mail-Adresse.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.